Tipps das für hat Trainer. Der Junge dir erzählt, was los ist. Ja, genau. Aber der hat mir nicht erzählt, dass es dort ist. Doch, der hat doch da runter geguckt. Ich ja, und nicht, das muss doch da nicht ist. Heißen, dass der das auch... Ganz ehrlich, du siehst da Sachen, die ein normaler Spieler bei einem normalen Durchlauf gar nicht sehen würde, weil er gar nicht weiß, dass es da ist. Ich hatte dieselben Infos wie du. Ich wusste nicht, dass es da ist. Ich weiß, dass es da einen Reißlaus gibt und der Junge guckt da runter und sagt, ihm ist ein Reißlaus entwischt. Dann gehe ich davon aus, dass da das Reißlaus ist. Aber du wusstest ja schon, dass da ein Reißlaus... Ich wusste, dass irgendwo ein Reißlaus ist, nicht, dass es da ist. Das ist ja die Frage. Jetzt hast du es verscheucht. Ja, ist die Frage, vor allem, kann ich da schon ran? Nee. Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kann da noch nicht ran an das Reißlaus. So, hier ist was, ups. Aber... Hier geht's auch noch weiter. Oh, wen haben wir denn da? Was ist das denn für ein... Ein Super-Duo. Das Deppen-Duo! Um das kleine Genie neben mir zu besiegen, trainiere ich erstmal eine Weile mit ihm. Ich bin ein Karate-Wunderkind, darum bringe ich meinen Pokémon auch neue Attacken bei. Na, das ist ja ein Ding. Bam, bam, bam. Karate-Familie Tim und Jonathan fordert dich heraus. Oh Gott. Macholo und Macholo, wie der Vater, so der Sohn. Wenn der Vater wenigstens einen Maschok hätte, dann würde man sehen, dass der auch was drauf hätte. Oh, sein Macholo ist 2 Level höher, na das ist natürlich dann was anderes. Ja ey, der hatte auch 50 Jahre mehr Zeit zum Trainieren. So, erstmal die Maxi-Flamme auf das Stärkere. Ich würde Mauzi austauschen wegen der Schwäche, ne? Geht schon, passt. Vielleicht. Mogelhieb auf... Nee, kriegst doch keinen Step drauf. Macht ja nichts. Ich will es erstmal. Ich will mir nur Zeit verschaffen. Dann ich muss es nicht austauschen. Ich meine, das eine Macholo ist damit außer Gefecht gesetzt für die Runde und das andere, das ist vielleicht sogar weg. Wir werden sehen. Alter, was für Frame Drops. Ich stehe mehr auf Mic Drops. So, dann ging's auch ohne Tauschen. Patrick erreicht Level 24. Gareth erreicht Level 21. Knochenrang, jawohl. Yo. Und dann Knochenkeule wegnehmen. Was ist? Ja, 50. Und da ist es... Nee, nicht die Knochenkeule. Nee. Mach hier Energiefokus. Ja. Energiefokus. Bullshit. Blub. Gareth Allen, noch mal ran. So, siehst du, zurückgeschreckt. Pass. Oh. Nice. Lacker. Schlecker? Geht das? Ja. Nee, mach mal Lidl. Ach, ich mach einfach einen normalen Feuerzahn. Warum nicht? AP reichen völlig aus. So, und dann hier, weiß ich nicht, Zahltag, wenn es noch... Ja, müsste eigentlich. Mark hat ja... Ist ja schneller. Dann kriege ich wenigstens noch ein paar Moneten dabei. Schäkel, Schäkel. Mhm. Münzamulett hat Mauzi ja schon bekommen. Du kannst in deinen kleinen Jutebeutel um deinen Hals packen. Ich lächle auch nach einer Niederlage. Das vermittelt den Pokémon ein Gefühl der Sicherheit. Ich habe Schande über meinen Meister gebracht. Warte, das Kind ist der Meister? Ja, genau. Ach so, das Kind hatte das Level 21 Pokémon. So ist das. Ah. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Reißlaus dann wieder da ist oder ob ich es tatsächlich erst... Ja, ich muss wohl... Ich muss das woanders machen. Aber müsste es dann nicht eigentlich da abhauen? Ich gehe mal in das Center. Warte mal, hatten wieder. Wir davor gespeichert? Ja, ja hatten wir. Aber ich gehe mal dann in das Center. Probier doch einfach mal, unten rum zu surfen. Dann kann Reißlaus nicht oben in die Höhle. Ja, eben. Das will ich ja. Ach so, stimmt, ins Wasser flieht es ja gar nicht, oder wie? So, Reißlaus ist wieder. Ja, dachte ich mir nämlich auch. Ich habe nur gedacht, vielleicht kommt man erst durch, wenn man durch die Steine kommt, aber man kann ja auch rumsurfen. Ja. Ach, guck mal, dann ist die Challenge, dass man die besiegen muss, wenn man an Reißlaus will. Sozusagen. So. Dann würde ich mal sagen, wir speichern schon mal. Ja.
Kling. Sonst reißt du dir noch ein Bein raus, vor Wut. Ha. Ha! Jawohl! Tja, du blöde Reißlaus. Ein Reißlaus. Den unbedingt entwickeln und ins Team. Entwickeln und ins Team, huiuiui. Erst ins Team und dann entwickeln wahrscheinlich. Ja, wäre besser. So, jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn ich jetzt... Flieht es wirklich, oder? Das kann ich dir nicht beantworten. Naja, dafür haben wir ja... So, nehmen wir erstmal Gareth mit Druckschlag. Los, Gareth! Aber wohin sollte es denn ausleißen können? Leißlaus! Es ist ein Leißlaus. So, Druckschlag wird auch hoffentlich noch treffen. Vielleicht ist es verwandt mit dem Nikolaus. Wie Nikolaus. Oh, das macht ja gar nichts, aber was soll man machen? Vielleicht mal schnell mit Kopf stehen und lachen. Ja. So sieht's aus. Aber dieser Sandwirbel-Scheiß. Bäm. Aber guck mal, mit Reißlaus hast du schon dein nächstes Offscreen. Nein! Fuck you. Und ich will mal was sehen, und zwar, was passiert denn? Ich will's nur sehen, ob es dann wirklich weg ist. Ich werde trotzdem den Spielstand, obwohl, Spielstand laden, dann muss ich ja das Spiel ausmachen und... Oder gibt's eine andere Möglichkeit? Nee, also 4chan sagt, es ist weg. Es ist weg dann? Forever. Forever and ever, ich fass es nicht. Okay, dann... Laden. Jaha, wird's schon gemacht, dauert nur ein bisschen. Dann gleich mal mit einem Netz oder Flottball probieren. Mhm. Direkt. Ei, ei. Leider muss ich der 3DS, der alte 3DS, immer neu starten bei sowas. Das nervt mich ein bisschen, weil die Systemressourcen reichen echt für nichts mehr dann aus. Sind wir noch im On gerade? Sind wir noch im On gerade? Wir sind noch on air. Ah, okay. So, hier, Pokémon Mond wird wieder angemacht. Aber das ist ja, vor allem, wie wirkt denn Reis aus? Da gibt's schon was auf der Website zu. Ich schau mal. Ja, also ab einem bestimmten KP-Wert oder ab einer bestimmten Rundenzahl. Das ist nämlich wichtig gerade. Pokéwiki, Reislaus. Leislaus. Leislaus. Scheißlaus. Echt jetzt. Fähigkeit Reislaus. 50% Chance, dass es abhaut. Ja, hast du ein Pokémon mit Ausweglos? Nein. Auch nicht mit Horrorblick oder sonst was. Ja, warte, ich guck mal gerade, wer das könnte. Victor können Ausweglos haben. Guck mal an, ich weiß nicht, ob es so ist. Da könnte ich höchstens mal... Ja, muss ich dann wieder rum? Leon. Victor kann Ausweglos haben. Erst die Frage, ob es das auch hat. Wäre ja natürlich. Aber falls auf Alola Dicker das kann. Ja, ja. Soll ich mal gucken? Ich meine, die Zeit haben wir jetzt, aber... Ja. Und wenn nicht, dann lade ich einfach den Spielstand. Das geht vielleicht sogar noch gerade so ein Sekündchen schneller als... Das ist echt doof. Guck mal, hier, Trivia. In der dritten und vierten Generation hieß die Fähigkeit noch auswegslos, bevor sie in der fünften Generation zu ausweglos umbenannt wurde. Ja, endlich. Klingt auch komisch. Auswegslos. Auswegslos. So. Apropos, McDonald's hat wieder Monopoly-Lose. Was hat es? Sandschleier. Sandschleier. Nee. Mist. Monopoly-Los. Ja, ich guck mal gerade, welche Pokémon Horrorblick könnten. Na ja, gut, eventuell mein Neburak? Neburak, hast du noch Horrorblick? Ey, ich werde dir das doch nicht einfach so wegnehmen, weißt du? So, aber wo ist denn der Neburak? Level nach Generation auf Level 8 könnte der das. Ja, ja. Nach Tara lernst du auf 37, Kramox 41, Traunfugil auf Level 19. Zubiris auf 1, 60 und 46. Nagelox. Es kann Horrorblick. Hilft das denn dabei, oder? Ja.
Gut. Ach, aber wenn ich es austausche, dann? Was passiert dann? Ja, kann das Pokémon trotzdem nicht fliehen. Ach, kann es trotzdem nicht, okay. Gut, gut. Na, wir nehmen mal da raus. Wir haben es ja schon gesagt, Reiskorn. Irgendwann ist es weg. Leiskolben. Leiskolben. Mullen, Nullen und Knullen. Okay, dann wollen wir erstmal Neburak auf 1 setzen. Ja, ja, das ist echt schlimm, dass man hier schon Pokémon hat. Warte mal, hatten wir den Spielstand überhaupt geladen? Ja, gut. Ja, es Puh. Ist da, keine Sorge. Ist alles passiert. Ist da. Essen ist fertig. Frederico! Acid! Ist fertig. Acid? Acid. Ja, Frederico, Acid ist fertig. Hör mal, geil, Mutter! Geh mal rum! Speichern mit Burak. Oh ja, stimmt. Was passiert, wenn... Hab ich das nicht gerade? Egal. Was passiert, nein, wenn ich jetzt hier speichere? Das würde mich interessieren. Ist es dann wirklich hinten an der Stelle, wenn ich es wieder lade oder noch am Anfang? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Leislaus wild el sein. Das ist sehr Nürburak? Gut. Nürburak, jetzt machst du Reislaus fertig. Nee. Oder Käfertrutz, oh. Ist aber nicht schlimm. Oh, snap. Oh nein, es ist sehr effektiv. Oh ja. Oh ja. Es kann nicht mehr fliehen. Was macht ein Nachtnebel? Also wie viel zieht's denn ab? Es wird doch sicherlich nicht zu viel sein. Vielleicht haben wir ja Glück und brauchen gar nicht so sehr Druckschlag. Und was? Ja, dachte ich mir. Davon steht aber nichts im Pokewiki so. Tja, dann steht da steht nur die einzige Ausnahme ist Angsthase. Ah. Naja gut, Horrorblick ist es halt dann auch. Wow. Gut zu wissen. Aber dann, wir haben immer noch Hypnose. Erstmal. Aber ist die Frage, ob es schlafend das auch anwenden kann. Das wäre ein Ding. Slotball, warte mal, ich guck mal gerade, was stärker wäre. Ja, theoretisch. Vor allem, was für eine Catchrate hat's. Das wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht machen wir uns hier gerade taktisch zu viele Gedanken. So überanalysieren, meinst du? Ja. Hier, Slotball ist in der ersten... Hat der Flottball in der ersten Runde eine 5-mal so große Fangchance wie ein normaler Pokéball. Oh. Das heißt Fangrate 5. Ja. Und der Netzball 30. Das heißt, geh über einen Flottball. Ja. Wie 30? 30-fach? 3, pardon. Ah, okay. So, da hinten ist es, ich soll einfach nur angreifen lassen und Flottball. Okay. Ja, direkt Flottball werfen. Alles klar. Oh Mann. Reislaus. Ich fang mir ein Reislaus, denn ich sitz auf dem Klo. Maisfeld. Und lass meinen Gedanken freien Lauf. 1 und 2 und 3 und das gibt's doch nicht. Ich krieg AIDS bei der Scheiße. Und ich krieg einen Reislaus, passt doch. Na gut, hat sich die Arbeit ja gelohnt, wa? Ja. Also habt ihr gesehen, wie ihr es nicht machen müsst. Hauptsache erstmal gespeichert und Flottball bringt's dann schon irgendwie. Registered Sex Offender. So, was sagt es denn? Es mag verschiedene Habitate, vom Strand bis zum Meeresgrund. Unterwegs frisst es gern Faules und ist eine natürliche Reinigungskraft. Hm. Okay. Sie erhält Mindestlohn. Okay, dann weiß ich ja schon. Scheiß los. Aber natürlich abgeändert, damit es auch geht. Jawohl. Scheiß Laus. Yes, yes, Mr. English Speaker. Yes. Absolutely.
wo in der Scheißmaus gesteckt werden. Ins Pokémon-Team und jetzt brauchen wir Neburak nicht mehr. Ja, Scheißlaus, ey. Das gibt's nicht. Oh, so ein ich schöner Aufwand grad, für dieses... Level ist sich entwickelt. Nugget. Wo? Scheißlaus hat Nugget fallen lassen. Bestimmt auf Level so. 20 oder so. Ne, das Ding ist schon richtig hart. Ah, warum willst du dann eine Entwicklung davon? Ist es so wichtig? Ist es so gut? Ja, eins der geilsten Pokémon dieser Generation, sowohl optisch als auch von den Fähigkeiten. Ah, na dann. Schattendschungel, Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Und was ist Wanderschaft? Was ist hier unten? Noch mehr Zeug. Ah, ein Pokémon!